Einen wunderschönen guten Abend und Servus, Grüezi und ich bin nicht so laut. Ha! Halbwegs klappt es ja. Naja, halbwegs, weil ihr habt ja auf die Uhr geguckt und das dauert ein wenig länger wieder als normal. Ich lag daran, da To The Moon ein RPG-Maker-Spiel ist und naja. Chris, ich weiß, du sagst immer, ich soll vorher testen. Tut mir leid. Tut mir leid. Wer ist denn der Typ da? Meine reizende Assistentin Gabumon, sag mal hallo. 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 Das ist meine reizende Assistentin. Ja. Ja. Bei mir hat ein bisschen das Abgreifen ein wenig gedauert. Besser gesagt, ich musste ein wenig eine kleine Lösung finden, weil To The Moon oder... Oh mein Gott, gut. Und der blöde Typ hier vor mir hat einen Dachschaden. Fragt lieber nicht. Danke, Gabi. Gabi die Gabel. Kommt gleich und sammel mal Boing ein. wer ist Boing? Nee, auf jeden Fall. Das Problem ist, weil Chef hat mich auf Kanal 3 schon gefragt, was wir schon Probleme werden. Das Problem ist, To The Moon ist auf 640x480 und der App und RPG Maker und irgendwie trotz gerade. Vor allem die Dinger haben einen wunderbaren Spaß dessen, dass sie sagen, OBS, ich hab Pause, ich mach, was ich will. Und naja, ich habe jetzt da eine Lösung gefunden, wo ich dem Spiel sage, ich mich halt egal, ich hab aber die Macht. Nur die hat halt 2 Minuten etwas länger gedauert, weil mein Bildschirm meinte, da nicht ganz mitspielen zu wollen. Aber ich würde sagen, wir richten uns jetzt dem Spiel wegen, weil ich habe ja versprochen, heute werden Tränen kullern. Denn wir wissen ja nicht nur, unser Monitor hat Probleme. Gegen schmerzende Füße. Einen wunderschönen guten Abend, Miri. Stimmt. Die Macht von Grayskull. Hätte ich auch gerne gemacht. Also, jetzt erstmal einen wunderschönen guten Abend, Aminachu. Den Asin habe ich gesehen. Den Kilion habe ich gesehen. Miri. Je nachdem, was es ist, Füße eincremen, in Fußbad legen oder im Zweifelsfall eine Schmerztablette oder eine Diclofenac-Creme. Deswegen, Miri, auch du einen wunderschönen guten Abend und natürlich der YouTuber, Twitcher oder wer auch immer sich das Video im VOD anschaut, also du, der jetzt in die Kamera mir entgegenguckt quasi, einen wunderschönen guten Abend, zumindest vom jetzigen Zeitpunkt. Ansonsten lehne ich zurück, viel Spaß bei der Show. Der, wo meinen Namen richtig sprechen tut. Sorry, Aminachu. Ja, warte, bevor du umschaltest. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ah ja, To The Moon. Wir sind jetzt dabei, nämlich Johnny. Also, nicht nur wir haben Probleme, sondern Johnny auch. Denn er möchte zum Mond fliegen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was bei ihm so... Oh, ich habe den Loop nicht aktiviert. Ups. Da. Was ihn so erwartet, deswegen ist es ganz gut, dass der Loop weg ist. Und wir loopen uns direkt ins Spiel. Beziehungsweise erstmal auf den Blackscreen. So. Na, stopp. Hätte ich fast den Fehler gemacht. Und da müsste es sein, genau. To The Moon. Abgegriffen, funktioniert. Gehen die Alerts auch auf dem Spiel. Also es sollte alles diesmal gehen. Kleiner Funfact am Rande, wie ich es gelöst habe. Ich mache Fenster abgreifen gerade. Also ich greife mir gerade einfach nur einen Bildschirm ab, der komplett schwarz ist und dementsprechend fertig. Einfach wie genial und ich denke nicht dran. Ich bin ein Honk. So. Wir waren ja beim letzten Mal in der Jugend von Johnny Jonathan Freight, der später mal als Captain Riker zu den Sternen fliegen möchte, sich das wünschen wird, wünschen tut oder wir gerade quasi rausfinden müssen oder wollen, was in seiner Vergangenheit schiefgelaufen ist, weil wir möchten ja, dass er, bevor er stirbt, in Frieden zum Mond fliegt. Deswegen befinden wir uns jetzt in einem Kino in den fernen 50er Jahren. Ja, ja, genau. Oh mein Gott, nein. Finden wir uns in den 50er Jahren und ich würde sagen, auch wie beim letzten Mal, senken wir jetzt
die Stimme ein wenig und begeben uns in ein ruhiges Intermezzo mit unserem guten Freund Johnny und schauen mal, wie es weitergeht. Wow, warte. Ich rede nur mit einem Emo-Teenager. Grammatik, liebe Watson. Sei du bloß ruhig. Grammatik ist ja nicht mal ein ganzer Satz. Lass uns einfach nach Mementos schauen gehen. Also, kurz zur Erklärung auch nochmal für jeden, der heute als erstes Mal bei To the Moon eingeschaltet hat. Die zwei sind außen vor. Das heißt, die werden wir auch als außen vor, als aus Außenstehende sprechen. Das heißt, die drehen gerne mal am Rad, das lassen wir denen. Was unsere Protagonisten angeht, sprich der Johnny, seine Freundin oder wer auch immer kommt, wird dementsprechend etwas gedrückter gesprochen oder der Situation angepasst, ohne viel Witz und Klamauk. Dafür ist Chris nachher zuständig. Oder unsere Musikplaylist heute. Also, Jonathan, wie geht's dir? Ich rede immer noch null mit Emo-Teenagern. Okay. John Romero möchte nicht mit Dr. Watson möchte nicht mit John sprechen, was ein wenig schade ist, aber daran können wir nichts ändern. Schauen wir mal, ob es Personen gibt, die uns vielleicht weiterhelfen können, beziehungsweise die für John eine starke Erinnerung war. Was tust du? Das ist jetzt die dritte Person, die du entfernt hast. Ist doch nichts Endgültiges. Auch nicht schlecht. Wir entfernen Leute. Dich mag ich nicht. Das habe ich übrigens auch mit Jan gemacht, weswegen er heute nicht bei uns ist. Einfach auf ein Knöpfchen gedrückt und weg war er. Gute Besserung übrigens hier von unserer Seite Richtung Krankenhaus und schnelle Genesung an unseren lieben Jan. Was machen wir mit dir? Du weißt, dass es nichts bringt, sie so zu beseitigen, richtig? Wo ist dann das Problem? Hier könnte jemand sein für uns. Oder auch nicht. Ich glaube so ein bisschen, dass die Dr. Rosalyn den Watts so in die Enge treiben möchte, dass wirklich nur noch einer da ist, mit dem man reden kann. Oder sie mag einfach keine Shadow Priests. Guck, jetzt ist sie sofort vollkommen leer und gespenstisch. Ich hoffe, du bist nun glücklich. Mindestens. Buch? Achso, kurz nochmal zur Erklärung hier. Hier sehen wir den Gesundheitszustand von Johnny, welcher insofern wichtig ist, dass solange wie er noch halbwegs am Leben ist, wir quasi seinen Wunsch erfüllen können. Wenn wir aber merken, es gibt Probleme, müssen wir das Ganze abbrechen, da wir sonst quasi uns selbst in Gefahr bringen. So. Das Flackern könnte fast schon bedeuten, dass es schwierig wird für unseren Johnny. Versetzt worden. Versetzt worden. Das ist der Moment für einen Polaroid. Du kannst dich ruhig in deinesgleichen einfühlen, wie ich sehe. Okay. Unser lieber Johnny hat quasi auf jemanden gewartet. Hey, ich will ihm eine Freundin basteln. Können wir ihn nicht eine Freundin basteln, Eva? Nein. Oh. Ich glaube, wir alle wissen, auf wen er wartet. Hier ist nichts. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich fürchte, wir müssen ihn nochmal ausquetschen. Viel Erfolg. Naja, wenigstens sind hier diesmal keine Oliven.
Stimmt, wir erinnern uns. Watts mag keine Oliven. Nun denn. Ah. River! Du warst die ganze Zeit da drin? Ich habe im Foyer auf dich gewartet. Ich dachte schon, du wärst nicht gekommen. Warum bist du rausgegangen? Ich dachte, wir wollten den Film gemeinsam sehen. Was? Das sollte ich dich fragen. Wie meinst du das? Wir haben den Film zusammen angeschaut. Und plötzlich bist du rausgegangen. Wir haben ihn nicht zusammen angeschaut. Ich wusste doch nicht einmal, dass du hier bist. Wenn du mich gesehen hast, warum bist du nicht zu mir gekommen? Hm? Was macht das für einen Unterschied? Wir haben uns denselben Film im selben Raum angeschaut. Was hast du? Du bist so merkwürdig. Möchtest du den Film jetzt nicht mehr mit mir zusammen anschauen? Klar will ich das. Komm, lass uns reingehen, bevor er vorbei ist. Ah. GMW. Einen wunderschönen guten Abend, Shizuru. Mit Essen ist gerade nicht. Wir sind gerade eher auf einer Erkundungstour durch das Innere eines Menschen. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt eine clevere Bemerkung machen. Dein Gefühl täuscht dich. Ja, hoffentlich war da drin die nächste Mitfahrgelegenheit. Wir haben sie schon lösen können, indem wir alle Personen weggeblitzdingst haben. Daher einen wunderschönen guten Abend nochmal an dich, lieber Shizuru. Hoffentlich wartet drinnen die nächste Mitfahrgelegenheit. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir direkt rein. Ich bin hier, du bist hier, ich tippe auf das Schnabeltier. Genau. Unser Memento ist wieder mal dieses... Ich hab doch gesagt, Hallöchen. Und nein, die Tür war diesmal nicht verschlossen. Zumindestens, na gut, jetzt ist es. Wobei unsere Tür diesmal ein Schnabeltier ist. Mal wieder. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen unseren Türöffnungs-Momento-Zauber und begeben uns weiter in die Vergangenheit. Auch mit dir, Shizuho, natürlich. Und mit euch allen anderen von unserem Journey. Notiztat. Ich bin etwas da quer. Sorry. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dieses Schnabeltier wächst mir so langsam ans Herz. Hauptsächlich aus praktischen Gründen, aber immerhin. Alles gut, Shizuru. Ich freue mich doch auch, dich zu sehen. Aber jetzt... Wo ist Perry? Ist hier. Er spielt gerade Schnabeltier. Komm schon, Junge! Hast du keine Eier? Doch, das schon. Hör mal,
Vielleicht war das doch keine so dolle Idee. Ach Gott, was soll denn schon passieren? Denk doch mal nach. Das Schlimmste, was passieren kann, sie sagt nein. Du schlenderst weiter, als ob nichts wäre. Und niemand wird jemals erfahren, wird es jemals erfahren. Und alle halten dich immer noch für cool. Und wenn sich jemand davon erzählt? Oder mich anschreit? Jetzt reiß dich mal zusammen, du Waschlappen! Oder wenn sie ja sagt, aber eigentlich nein meint. Doofen Schmerz. Doofen Schmerz? Ich habe nur meine Gabi, meine hinreißende Kabelhalterungsassistentin. Da, die hält das Kabel. Mama Halblang, wer tut denn sowas? Und wenn sie mir eine Enzyklopädie ins Gesicht schmeißt? Ich habe nicht mal einen Helm dabei. Oh Gott, ich bin dermaßen so schlecht vorbereitet. Alter, keine Panik. Hau rein, Brust raus und hör auf, dich wie ein Waschlappen aufzuführen. Sei ein Mann, du musst so stark sein wie Heldenfeuer. Sei ein Mann, du musst so schnell sein wie ein Taifun. Genau, sag sie, wo es lang geht. Alles wird gut, dreh dich einfach um. Alles klar. Hey, was tust du? Hallo. Hallo. Kannst du mich hören? Ja. Wieso hast du dann nicht? Ach, egal. Ganz schön cooles Schnabeltier hast du. Was liest du da? Ein Buch. Über Schnabeltiere? Nein. Oh, das finde ich super. Leuchttürme. Was, wer das auch immer ist. Das ist unser Fakvent, stimmt. Aber der lurcht heute gerade mal noch ein bisschen. Daher würde ich sagen, Fakvent, einfach in Ruhe zurücklehnen, die Show genießen. Und auch dir einen schönen Abend. Was? Es gibt noch genau 16 Leuchttürme mit... Es gibt noch genau 16 Leuchttürme mit... Fresnelschen Linsen zweiter Ordnung in unserem Land. 9 von ihnen sind an der Küste und einer war vor seinem Umbau ein historischer Leuchtturm mit Kerosinlampe. Hm? Ach so, darum geht es in deinem Buch. Sag mal, möchtest du vielleicht mal irgendwann mit mir zusammen ins Kino einen Film ansehen? Ich weiß nicht. Schon okay. Du kannst in Ruhe drüber nachdenken. Kann ich nicht. Warum? Kein Datum, keine Uhrzeit. Oh, naja. Wie wäre es an diesem Samstag um 8? Na? Eva, ich glaube, das System hängt. Ja. Oh, klasse. Schon gut. Ich nehme an, die Einzelheiten klären wir dann später, oder?
Ja, nein, bitte nicht beides ankreuzen. Tja. Ich werde dann mal. Was? Was schaust du mich so erwartungsvoll an? Du meinst sicher, dass ich jetzt noch einmal ausspreche, was? Dass ich jetzt noch einmal ausspreche, wie unglaublich peinlich diese Vorstellung war? Ach, vergiss es. Den Gefallen werde ich dir nicht tun. Lass ihn doch. Er war eben noch ein Kind. Gerade du solltest ja wissen, wie man sich da fühlt. Was soll das denn heißen? Ach, halt die Klappe. Wir müssen weiter. Halt die Klappe ist nicht mein Name. Ja, jeder wie er mag. Ich meine, ich bin ja... Christ, du lügst wieder. Ja, Kilian ist unser bester Zuschauer. Nein, ihr seid alle, wie ihr seid, unsere besten und liebsten Zuschauer. So sollte man es bezeichnen. Jeder Einzelne. Und ja, jeder, der lurken möchte, der lurkt. Ja, aber wir gucken jetzt erstmal, wo die Vergangenheit uns hinführt. Daher Schnabeltier. Ein Plüschschnabeltier. Naja, wenn man es aus dem richtigen Winkel betrachtet... Nein, absolut nicht. Nichts zu machen. Flupp. Okay, sie möchte nicht. Oh, oh. Was zum Teufel war das denn, Mann? Wieso? Ich habe mich verabredet. Ach Gott, es war ja erbärmlich. An deiner Stelle wäre ich einfach reingeplatzt und hätte die Kleine sofort klar gemacht. Ungefähr so. Hey, du! Ausgehen? Ich, du, jetzt? Das ist einfach schrecklich. Ja, ich weiß. Aber es ist ja immer noch besser als das, was du gerade durchgezogen hast. Ach, kommt. Jetzt nicht die Leute ärgern. Alles schick. Denkt an Schnabeltiere. Lustige, drollig aussehende Schnabeltiere. Leonardo da Vinci hat geübt, indem er Eier malte. Fässer sind wie sehr große Eier. So gesehen werdet ihr alle sehr große Da Vincis. Moment, das muss man nochmal anders machen. Leonardo da Vinci hat geübt, indem er Eier malte. Fässer sind wie sehr große Eier. So gesehen werdet ihr alle sehr große Da Vincis. Großer Gott, wie konnte ich mich nur von dir überreden lassen, dieses dämliche Fach zu nehmen? Ach komm, stell dich nicht so an, das macht Spaß. Ja, nur wenn man malen kann. Übung macht den Meister. Oh Gott. Das Gesicht hat etwas von Fisk aus Undertale. So sieht das zumindest aus. Das hat nämlich auch so ein Gesicht. Ich hab dich lieb. Bist jetzt tot. Ich hab Hunger. Klar, sicher. Nach diesem Schuljahr werde ich nie wieder einen Pinsel in die Hand nehmen. Hör auf zu mosern. Hör auf zu mosern. Bin mir sicher, du wirst lernen, es zu mögen. Warum müssen wir überhaupt den ganzen Tag dämliche Fässer malen? Einen wunderschönen guten Abend über GameArt. So. Oh, dann gucken wir mal weiter, was es noch Feines gibt. Ja. Chris, mindestens. Wirklich niemand? Wenn das so ist... River,
Warum gibst du uns nicht die Antwort? Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Wir warten, River. Na schön, dann müssen wir wohl. Er stach am 3. August 1942 in See von der spanischen Stadt Palos de Frontera aus, die 1322 gegründet wurde und an Alvar Pérez de Guzmán fiel, der zu diesem Zeitpunkt gerade das 14. Lebensjahr erreicht hat. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich wollte nur das Datum. Seht ihr? War das jetzt so schwer? Okay, River war wohl eher etwas eine schüchterne Person. Lieber Himmel, haben alle Leute wie Sie so ein fast fotografisches Gedächtnis? Nicht wirklich, obwohl ich glaube, dass Ihr Mustergedächtnis sehr ausgeprägt ist. Die Frage ist dann natürlich, wenn sie so clever ist, was hat sie? Psst, sie kommt zu uns rüber. Alter, Alter! Moment. Moment. Wo ist es? ja. Alt und Tab. Lebensretter. Also, To the Moon. Das ist ein Spiel, wo es darum geht, dass dieser ältere Herr liegt im Sterben. Und er hat sich einen Wunsch geäußert, dass er noch einmal zum Mond fliegen möchte, beziehungsweise die Erinnerung haben möchte, zum Mond zu fliegen. Das ist so quasi die Erfüllung seines Lebenstraums. Und wir sind an einer Organisation angehängt. Moment, die haben wir doch sicherlich auch irgendwo hier. Genau. Nee, oder auch nicht. Genau, der Sigmund Corporation. Wir von der Sigmund Corporation sorgen dafür, dass jene Menschen, die halt mit ihren Erinnerungen Probleme haben oder sich das halt wünschen, ihnen quasi diese Erinnerung einpflanzen. Das ist unsere Aufgabe als Technical Specialist und Senior Memory Traversal Agent bei der Sigmund Corporation. Sprich, wir sind eigentlich nichts anderes als jene, die in der Erinnerung jetzt von diesem jungen Mann rumkramen, um ab einem gewissen Punkt die Erinnerung von er war Astronaut, er ist zum Mond geflogen, einzupflanzen. Und um das zu schaffen, müssen wir quasi einen Knotenpunkt finden, wo wir genau das machen können. Und dabei stoßen wir auf verschiedene Probleme und Verwirrungen, die sich in seiner Erinnerung wiedergeben. So, aber ich würde jetzt sagen, bevor wir mit Alt-Tab irgendwelche Spiele reinmachen, machen wir jetzt erstmal mit rechter Maustaste weiter. Shizuru, dein Satz bitte. Die Tür ist fest verschlossen. Cafeteria. Nur in der Mittagsstunde geöffnet. Na gut, hätte ja schon sein können. Das wär's! Beim nächsten Mal solltet ihr Flaschen mal besser etwas, besser sein. Eine Aula. Können wir für später gebrauchen. Ah, ich kann's nicht haben, dass die Spielfeldmarkierung in seinem Kopf rechteckig ist. Was? Ja, ich kann's nicht glauben, dass die Spielfeldmarkierungen in seinem Kopf rechteckig sind. Sind sie immer? Eine Spielfeldmarkierung ist immer rechteckig. Ansonsten wäre es keine Spielfeldmarkierung, sondern nur Kauderwelsch. Ernsthaft. Es werden 4 Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Das heißt, hier ist irgendwas, mit dem wir arbeiten können. Ah! Na schön, du hast gewonnen. Hurra! Das heißt, okay, wir können wieder zurück in die alte Erinnerung.
Ah, und jetzt können wir in die Cafeteria. Essenszeit. Ah, da haben wir doch schon. Hi, Jonathan. Klar ist was Besonderes. Besonders langweilig nämlich. Ich meine, schau sie dir doch an. Wie sie da sitzt. Allein den ganzen Tag mit dieser gruselig deformierten Ente als Plüschtier. Das ist keine deformierte Ente. Das ist ein Schnabeltier. Nein. Was? Ach, hör auf, dir Tiere auszudenken. Wie auch immer. Sie ist so dermaßen neben der Spur. Als wäre sie von einem anderen Planeten oder so. Ich weiß. Ist das nicht cool? Sicher, wenn man auf Aliens und solches Zeug steht, dann wahrscheinlich schon. Aber mal im Ernst. Wenn du durchgeknallt sein willst, warum hängst du nicht einfach mit den Emos oder Gothics rum? Naja, zum einen will ich mir nicht die Haare ruinieren. Und die Tatsache, dass wir schon unsere Schubladen für sie haben, macht es nicht besser. Sieh mal, Nick. Ich will einfach kein durchschnittlicher Junge in einem Ozean durchschnittlicher Leute sein. Warum zur Hölle solltest du denn deine Identität ändern, mit ihr zusammen zu sein? Ich meine, du wärst dann einfach ein Typ, der mit einem schüchternen Mädchen zusammenhängt. Die ist nicht einfach nur schüchtern, Nick. Irgendwas an ihr ist anders. Naja, anders zu sein ist auch nicht immer toll. Wenn du denn überhaupt... Weißt du denn überhaupt, ob sie das wirklich will? Anders sein? Vielleicht will sie ja einfach nur dazugehören, so wie alle anderen auch. Und wenn das so ist, wäre es nicht hilfreich, sie in die andere Richtung zu drängen, oder? Hör mal, Nick. Die Sache ist, ich weiß, was ich brauche. Und dieses Mädchen hat es. Also willst du sie, weil sie etwas hat, aber nicht um ihrer selbst willen. Das ist eiskalt, Mann. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Ich weiß es. Ich glaube übrigens, du hast Unrecht. Menschen sind gar nicht durchschnittlich. Jeder ist auf seine Art etwas Besonderes. Das erzählen doch nur irgendwelche Omas. Moment mal. Dieser Typ ist also eine Art Hipster, der sich an andere Menschen dranwanzt? Es ist irgendwie verstörend. Weißt du, manchmal möchte ich unseren Kunden eine ordentliche Kopfnuss verpassen. Was ich halt schön finde auch an dem Spiel, es trennt halt wirklich unseren John hier, der mit seinen Problemen lebt und arbeitet. Jetzt hopst. Ja, jetzt ist er Hopster. So hippity-hoppity. Was halt schön ist an dem Spiel, du hast halt wirklich die Story, aber du erlebst sie in dem Sinne, somit wie man sie normalerweise erlebt. Aus einer dritten Person-Sicht. Und diesmal haben wir quasi die dritte Person in der dritten Person. Quasi so eine dritte Person, also Person's Chatception. Und das finde ich einfach so schön an diesem Spiel, auch wenn es eher gerade so ein bisschen traurig ist. Ja, so ist die Highschool. Jeder ist ein Bastard. Aber hey, willkommen im Club. Warte mal, darum ging es also bei dem Gespräch an der Klippe. Vermutlich. Dann kriegte sie einen Sprung in der Schüssel und begann, diese unheimlichen Hasen zu basteln.
Stimmt's? Weil er ihr diese ewig zurückliegende Sache gebeichtet hat. Man könnte sie durchaus als nachtragend bezeichnen. Nein. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mehr ist. Dann hol schon mal deinen Hut, Sherlock. Komm, ich glaube, unsere Mitfahrgelegenheit lehnt da vorne am Tisch. Gar nichts? Wirklich nichts? Nein, wirklich nichts. Mir geht's gut. Ach stimmt, uns fehlt ja noch ein Momentum. Ich glaube, ich weiß auch, welches das ist. Von den Hintergründen mal abgesehen, ist es schon ziemlich erstaunlich, dass die beiden da tatsächlich in der Highschool zusammenkamen. Wie viele von diesen Bärchen bleiben heutzutage schon länger als einen Monat zusammen? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mit meinen Mädels lief damals alles glatt. So glatt, dass sie mir in Handumdrehen alle wieder entglitten. Klingt, als könnte es stimmen. Plüsch, Schnabeltier. Jedes Mal, wenn dieses Ding auftaucht, ist ein kostenloses Memory-Link mit dabei. Ja, ich liebe es. Wahrscheinlich ist die Narbe, die es auf seiner Seele hinterlassen hat, mindestens so groß wie die auf meiner. Naja, wird so ähnlich, denke ich mal, sein wie bei mir mit Garurumon. Einmal gesehen und schon meins. Kami! Oh Gott, was zur Walnuss! Kami! Ey! Ha! Uncool, Eva. Verdammt nochmal! Man stört niemals jemanden bei... Verdammt nochmal! Man stört niemals jemanden bei einem Kamehameha! Was? Das meine ich halt, das ist das Schöne, das ist das Lustige an dem Spiel. Du hast halt wirklich diese Momente, aber gleichzeitig weißt du, dass eigentlich mehr dahinter steckt und trauriger dahinter steckt als, naja. Nichtsdestotrotz, ein Kamehameha ist die Quintessenz allen Lebens. Purumon is love. Hashtag stimmt. Meine liegen hier immer noch da hinten. Meine zwei großen Rurus und mein Wereruru. Okay. Meine entglittenen Frauen? Nein, meine Garurumons. Ich habe insgesamt eigentlich 4 Stück. Einen habe ich jetzt erst einmal an die Seite gelegt, weil der hätte hier keinen Platz gehabt. 2 liegen da vorne und der dritte, das ist halt wenigstens so einer, den kann ich da ganz normal hinlegen, ohne dass er mir mit 1,80 da so ein Box da rumliegt. Ich gehe jetzt zur Schule, Mom. Mach's gut, Joey. Mein kleiner Junge, er wird so schnell erwachsen. Ich glaube, ich habe dir aber schon mal den Link geschickt, Miri. Zur Erklärung, ich habe die von einer netten Schneiderin aus Chile bekommen.
Wie man die bekommt oder woher man das bekommt, können wir im Discord klären. Link dazu gibt es bei uns immer im Chat. Mein Gott, wenn er ein Mädchen wäre, würde ich ihn dann auch mit dem Namen seines Großvaters ansprechen? Das wäre gar nicht mal so schlimm. Erinnert immerhin auf A. Joey? Joey? Julie? Klingt knuffig. Wenn es so knuffig klingt, wieso heiratest du ihn nicht einfach? Eifersüchtig? Oh ja, extrem eifersüchtig. Was? Sofa? Das Sofa. Also, fairerweise muss man sagen, eine tickende Uhr kann einen in der Tat extrem auf die Nerven gehen. Jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt hin. Sagt sie was? Na, schade. Schade. Och nee, nicht schon wieder. Ein Glas eingelegte Gurken. Heiliger Strohsack, das haut mich jetzt um. Du bist ziemlich leicht zu beeindrucken. Ja, er dachte, es sind nämlich wieder eingelegte Oliven. Genau das, was er überhaupt nicht mag. Aber nein, es waren eingelegte Gurken. Oh, lecker Spreewaldgurken. Diverse Bücher mit unleserlichen Titeln. Ach stimmt, und morgen gibt es ja auch wieder Chefkoch Alexandros. Und, Chefkoch Alexandros und das jüngste Gericht. Nur auf Bagger Crew, morgen 18 Uhr. Und ab in die nächste Vergangenheit. Okay, jetzt könnte... Na, nee, noch nicht. Schade. Nee. Gesamt over 9000. Ich habe mittlerweile so viele Versuche schon gehabt, die werden nicht mehr gezählt. Aber ich würde sagen, wir springen mal weiter. Mister? Ja! Jetzt geht's los. Da! Es riecht wieder nach Verwesung. Wo sind wir? Eva? Was zum Teufel ist das? Seine nächste Erinnerung. Schön. Aber warum sieht's hier wie in Laputa aus? Ach, gute Frage. Diese Erinnerungen verbinden sich nicht richtig miteinander. Muss sich wohl um eine Fehlfunktion der Maschine handeln? Schon wieder? Beim letzten Update war die Behauptung, sie sei nur für mindestens ein halbes Jahr idiotensicher. Unsere IT-Abteilung besteht aus lauter Schwachköpfen. Egal, halb so schlimm. Die Teenager-Zeit haben wir ja abgespeichert. Damit können wir es schon hinkriegen. In Ordnung, aber ich werde Ihnen nicht über das hier erzählen.
Solange wir erfolgreich sind, muss er es auch nicht erfahren. Tja, ich glaube, das wär's. Wir können hier nichts tun. Bereit für die Finalisierung? Lady first! Werden wir, Watts. Das werden wir. Zu schade, ich hätte gern mehr erfahren. Zweiter Akt. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am Ende des Himmels. Halten Sie bitte Abstand. Sie werden nicht einfach aufwachen. Aber Sie brauchen volle Konzentration. Naja, das ist alles, was ich Alterna weiß. Tja, tut mir leid, ich bin wohl keine große Hilfe. Naja, dann muss das so reichen. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Wunsch mit ihrer frühesten Kindheitserinnerung verbinden. Dann legen wir den Schalter um und voilà, im Handumdrehen stehen sie auf dem Mond. Ich habe eine Frage. Wenn Sie Lilly verschwinden lassen können, dann bedeutet das, Sie können diese Welt verändern. Warum tun Sie das nicht einfach noch einmal und erfüllen mir meinen Wunsch gleich hier und jetzt? Das würde funktionieren, wenn dies Ihre wahren Erinnerungen wären. Was soll das heißen? Was hat das hier denn... Was ist das hier denn? Was bin ich? Nur eine Kopie. Eine Leinwand... Nur eine Kopie. Eine Leinwand, auf der wir arbeiten, wenn Sie wollen. Was Sie selbst angeht, Sie sind nur ein Algorithmus, abgeleitet aus Johnny. Ja, gut genug für ein Abbild von Ihnen, aber längst nicht vollständig. Alles, was wir tun können, ist, dieses Bild auf logisch schlüssige Weise zu bearbeiten. Wenn wir dann Ihren Wunsch in Ihre Kindheit übertragen, dann generiert die Maschine ein neues Leben für Sie. Eines, in dem dieser Wunsch Ihr Verhalten bestimmt. Dieses Ergebnis schreiben wir dann in das Gedächtnis des echten John. Sie sehen also, selbst wenn Sie zufrieden mit uns sind, bleiben Sie doch nur ein Read-Only-Programm. Ich meine, wir können Sie resetten, so oft wir wollen, und das reicht. Ach, sei nicht so empfindlich. Er ist eh nicht real. Wenn du das wirklich glaubst, warum machst du denn überhaupt die Mühe, es ihm zu erklären? Ich versuche nur, Zeit zu sparen. Komm, gehen wir. Doktor! Ist es das, was ich wirklich bin? Ah, die Arbeit einer ganzen Nacht. Jetzt bin ich mal gespannt.
Was zum? Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Ich kann es nicht leugnen. Ich gehe einfach gern mit dem Kopf voran. Ich würde ja fragen, ob das ein Scherz sein soll, aber ich habe Angst vor der Antwort. Ziehen wir es durch. Ich komme mir in dieser Gestalt dumm genug vor. Alles, was wir tun müssen, ist, seinen Wunsch von der spätesten Erinnerung zur frühesten zu transferieren. Okay. Ah! Zwei passende Mementos müssen an den Kanten zusammentreffen. Dann kann die Ver... Kann das... Achso. Zwei passende Momenten müssen an den Kanten zusammentreffen. Dann kann das Verlangen transferiert werden. Was in dem Fall wäre das... Ah ja. Genau. Wäre das und das. Dann hätten wir als nächstes... Moment. Hasibert und Schnabeltier. Das heißt, jetzt müssen wir Hasibert dahin bringen. Das heißt für uns, die Blümchen gehen eine Stufe nach unten. Jetzt können wir nämlich Hasibert. Ah, schön wär's. Buch, Buch. Hey Eva, guck mal. Im Ernst? Entschuldigung, ich muss das einfach machen. Aber wir sehen. Bing! So. Das wären dann alle, mit denen wir arbeiten können. Bereit auf den Knopf zu drücken? Also bereit auf den Knopf zu drücken? Du kennst mich doch. Ich bin immer bereit. Alles klar. Dann schauen wir mal, was für Souvenirs Johnny uns vom Mond mitgebracht hat. Ladies first. Diesmal nicht süße. Okay, hier springen wir rein. Sieht so aus, als wäre dieser Abschnitt noch gleich. Na, lass uns woanders nachsehen. Transferieren wir uns zu John zurück und überprüfen seine Erinnerungen. Die Frage ist, wie wir das schaffen. Ah ja, hier. Und Sprung. Herr im Himmel, hier ist auch alles gleich. Herr im Himmel, hier ist auch alles gleich. Normalerweise müsste sich doch wenigstens etwas geändert haben. Irgendwas stimmt nicht. Diese Erinnerungen. Sie fühlen sich nicht so an, als wären sie einfach noch einmal passiert. Die sind exakt gleich. Unmöglich. Das Verlangen wurde doch transferiert, oder etwa nicht? Doch, doch, wurde es. Na, bleibt ja nicht mehr viel übrig. Okay. Das kann aber nicht stimmen.
Wie konnte dann alles gleich geblieben sein? Machen wir die Probe aufs Exempel. Wir brauchen die letzte verfügbare Erinnerung. Wir haben nur noch. Nein, nicht mehr viel. Jetzt die letzte Erinnerung. Das hier ist dieselbe Umgebung wie in den letzten echten Erinnerungen, auf die wir Zugriff haben. Na, ich kann nicht behaupten, dass ich komplett begeistert davon bin, wie das hier läuft. Ich auch nicht. Ich weiß ja leider, was gleich passiert. Johnny? Was für eine schöne Überraschung. Wir haben ja selten einen Besuch. Déjà-vu, schon wieder. Mein Name ist Dr. Eva Rolles-Rosalin und das ist... Was? Ich sag es nicht zweimal. Dr. Neil Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Oh, also Sie beide sind von der Agentur. Ah, oh, das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Frieren auch ein. Nun? Warte hier. Ich gehe jetzt und sende das Verlangsignal noch einmal. Pass auf, ob sich etwas ändert. Die Übertragung war definitiv erfolgreich. Hat sich was geändert? Nicht mal ein bisschen. Ist das möglich? Selbst wenn das Verlangen allein nicht ausreicht, warum verändert sich denn gar nichts? Vielleicht brauchen wir einfach etwas Stimulation, um in Gang zu kommen. Aus seinen früheren Erinnerungen? So früh wir zurückgehen können. Dann los. Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, braucht etwas Stimulation. Also dann. Was zum? An der Kasse haben sie gesagt, dass ein anderer Film läuft. Naja, egal. Macht es dir was aus, River? Nein. Ich mag diesen auch. Okay, dann lass uns reingehen. Hoffentlich reicht das für die Zündung. Moment, wo ist eigentlich Neil? Hast du To the Moon gesehen? Wie war er? Ach, die Story war ganz schön aufgeblasen. Ich mag lieber Filme, die ein bisschen mehr, naja, je ne sais quoi. Das sind unsere zwei und... Zum Mond, Liebling! Oh, Henry! Ich bin viel zu angespannt und hungrig, um Filme zu konstruieren. Wahrscheinlich sollte ich mal nachsehen, ob sich bei John etwas geändert hat.
Tut mir leid, dass du dir dafür den Hintern platzen musst, Kleiner. Oh, ich glaube, wir haben den wohl schlechtesten Film seit Uwe Boll produziert. Quasi ein echtes Bollwerk. Alles unverändert. Ich muss versuchen, es irgendwo anders zu zünden. Das ist doch lächerlich. Lilly. Und tschüss. Vielleicht kann man hier etwas versuchen. Ich habe keine Zeit für sie. Also hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Na, halt die Klappe, Mann. Was macht ihr denn noch hier? Es geht gleich los. Wenn wir uns nicht beeilen, dann sind die ganzen Plätze weg. Moment mal. Das habe ich anders in Erinnerung. Es muss sich etwas verändert haben. Naja. Hey, nicht drängeln. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Es müsste Johnny sein. Nee, das müsste noch besser. Ist es? Dr. Watts Ehen? Das müsste er sein, oder? Moment mal. Das sind keine echten Änderungen, das ist... Ich lasse ihn halt ich mal weg. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Wie ihr wisst, bin ich Repräsentant der gloriosen NASA. Und hier bin ich heute, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy! Wow, das war mies. Aber ich schweife ab. Wie auch immer, ich weiß, dass sich viele von euch die eine Frage stellen. Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neuen Welten aufbrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn durch die Ringe des Saturns zu schwimmen? Oder vielleicht einfach ein wenig auf der dunklen Seite des Mondes abhängen? Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat, wenn er sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht... Du! Aber ich möchte gar nicht zum Mond. Dann ist heute ein Glückst. Moment, was? Wieso nicht? Was soll ich da? Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal ein klitzeklitzekleines bisschen? Nein? Nun also, als offizieller NASA-Rekonstruktionsoffizier erzähle ich euch jetzt ein paar Fakten über den Mond. Um warm zu werden, ist der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß wie der afrikanische Kontinent ist? Doch wirklich, wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit dem Rad einmal um den Mond zu fliegen, fahren? Und weiter, das Licht braucht 1,5247 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, dann braucht ihr 130 Tage. Das wusste ich schon. Und das Beste zum Schluss. Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die Gleichung. Reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Denkt dran, bei der NASA seid ihr alle willkommen. Besonders dann, wenn ihr brünett seid. Ich möchte mich gerade dafür hauen. Ganz doll. Das ist grauenhaft. Na, wie war ich?
Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht anheuern. Aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug. Ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob's was gebracht hat? Natürlich, bis gleich. Bin zurück. Erzähl. Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre... Ja... Wir könnten es uns nicht leisten. Moment. Wir könnten es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum leisten für die... Hey, aber Sie können sich die Mondlandungsbatterie leisten. Wenn Sie dieses Haus verkaufen, können Sie es definitiv. Oh Gott, ich hab Angst. Die Diagnose steht fest? Ja, genau genommen haben wir nur selten... Wussten Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krankenversicherungsleistungen bekommen? Tatsächlich! Sie beide! Sie und Ihre Liebste! Grauenhaft gerade. Bodyreiten für Lau auf dem Mond! Sieh mal an, eine Hochzeit, tolle Sache! Wie wär's mit einem Rätsel? Ratet mal, wo ihr ganz montane Flitterwochen machen könnt! Gott. So grauenhaft. River? Ich entschuldige mich jetzt schon für die Synchronisation. Ich gehe mich danach steinigen, teeren, federn und... selbstsüchtigen. Verdammtes Glas! Und ich... Johnny! John! John! Was zur Gurke? Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und die Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammt langen Tag. Wenn ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Gute Idee, Sekunde. Ich bin ja mal gespannt, ob was am Endeffekt... Ach Gott. Wie gesagt, es tut mir echt leid, wenn ich jetzt gerade ein wenig übertreibe. Absolut, du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Welchen Film? Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer, so kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir eine Pause bis morgen früh. Hoffentlich hält Johnny das bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen. Das macht keinen Sinn. Wieso hat die Maschine nicht... Nee, das macht keinen Sinn. Wieso hat die Maschine nicht funktioniert? Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, wurde erfolgreich übertragen. Trotzdem gab es nach dem Transfer kein einziges Anzeichen dafür, dass er zum Mond wollte. Sei denn,
Eine zweite Bedingung für seine Sehnsucht ist dabei mitgeändert. Nur dann könnte der gleiche Wunsch zwei verschiedenen Ergebnissen an unterschiedlichen Zeitpunkten führen. Ohne Zweifel spielt River eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Wenn es also irgendwas gibt, was diese Veränderung verursacht haben kann, dann wäre sie die Hauptverdächtige. Aber was genau ist die Ursache? River. Was genau hast du getan? Ah, die Sonne geht auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich frage mich, ob Neil etwas herausgefunden hat. Einmal kurz Nacken strecken. Ah. So. Man kann das von hier überfahrene Eichhörnchen den kompletten Weg bis hierher riechen. Lecker. Aber Mom, ich will nicht zur Schule. Es ist Sonntag, Liebling. Lassen Sie sie schlafen. So. Nee, sie will nicht mit uns reden. Okay, so wie es aussieht, können wir hier nicht sehr viel ausrichten. Ja, dann gucken wir mal, was Neil geschafft hat. Oh oh. Wie geht es, John? Ach, wir verlieren ihn. Was treiben Sie denn? Wir sind einfach nicht vorwärts gekommen. Tun Sie etwas. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Falls Sie einen Kollegen suchen, ich glaube, er ist in der Küche. Nein, den Teil verstehe ich, aber... Okay. Hast du das in den Akten gegengecheckt? Und warum nochmal wurde uns diese Information verschwiegen? Oder dem Arzt in diesem Fall? Woher hast du den Kaffee? Sch! Sprichst du mit der Zentrale? Ja, ich erkläre es dir später. Also pst! Moment mal. Ist das nicht... Wo hast du ihn gefunden? Im Leuchtturm, bevor wir angefangen haben. Letztes Mal jetzt. Psst! Der letzte Papierhase, den River. Der letzte! Okay. Der letzte Papierhase, den River John gegeben hat. Boah. Der letzte Hase. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Leuchtturm näher an. Vielleicht haben wir da Glück und finden heraus, was... Ja. Vielleicht finden wir heraus, was mit dem guten John war.
Oder besser gesagt, was River mit der ganzen Sache zu tun hat. Besser, ich schau mal, ob Neil eine Idee hat. Na gut, oder auch nicht. Aber was, wenn... Okay. Wird wohl so sein. Ich bin mir nicht sicher. Das müssen wir ausprobieren. Okay, der hängt da fest. Das heißt also, Neil schmeißt sich quasi, ohne ein wenig auszuruhen, direkt wieder in die Arbeit. Und wir suchen halt quasi immer noch nach Möglichkeiten, um die Erinnerung zu zünden. Okay, hier sagt sie nichts dazu, außer dass es ein Hase ist. Frage ist natürlich weiterhin, was fehlt unseren Protagonisten, um Johnny diesen Wunsch zu erfüllen? Falls Sie Ihren Kollegen suchen, ich glaube, er ist in der Küche. Ich habe gehört, wie er dort telefoniert hat. Irgendwie kommen wir damit immer noch nicht weiter. Für River, Johnny H. Wilds. Was ist denn das für ein Lied? Es hat nur zwei Noten, die sich ständig wiederholen. Ja. Ein Berg voller Hasen. Ich sag mal so, er hat Spaß zu bedeuten, das definitiv, aber... es wäre jetzt falsch und fies, wenn ich verrate, was das wäre. Jetzt können wir sie ansprechen, das ist perfekt. Die beiden kann man wirklich nicht aus dem Augen lassen. Gestern waren sie bis in die Puppen... waren sie auf bis in die Puppen. Naja, nun ja... Es sind aber auch keine alltäglichen Umstände. Nein, wohl nicht. Oh, Sie wollten mich noch etwas fragen. Das ist Ihr Vollzeitjob, nicht wahr? Was werden Sie tun, wenn das hier vorbei ist? Was kann ich schon machen? Zurück in die Stadt, eine Stelle suchen und weiterleben, denke ich. Aber es ist schon traurig. Ich werde Johnny und das Haus vermissen. Vielleicht komme ich ab und zu mal her. Wieder hierher. Auf einen Besuch. Was werden Sie ihnen erzählen wegen John? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich mir was ausdenken. Aber es wird sowieso nichts bringen. Die Kinder von heute sind clever. Sie werden dahinter kommen. Ja, ist auch in Ordnung. Das ist der Lauf des Lebens. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Wissen Sie, es ist ziemlich ungewöhnlich, dass jemand wie Sie hier arbeitet. Ich meine, mit zwei Kindern und alledem. Ach, das geht ganz gut. Wir kommen zurecht. Es gibt auch einen Schulbus. Er hält nicht weit von hier. Was hat Sie überhaupt hierher verschlagen? Nun, vor einigen Jahren ist mein Mann ums Leben gekommen. Was ist passiert? Ach, der Krieg. Er war in der letzten Einheit, die nach Übersee geschickt wurde. Oh, das tut mir sehr leid. Ich war in Panik. Wir hatten wenig Erspartes und es gab keinen Job. Johnny sah meine Anzeige und bot mir die Stelle an. Ich nahm sie dankbar an. Dieses Haus, es war so friedlich. Das half mir, meine Trauer zu überwinden. Zahlt die Regierung denn nicht Renten um Kriegswitwen?
wieder auf die Beine zu helfen? Doch schon. Es dauerte, aber schließlich bekam ich etwas Unterstützung. Inzwischen hatte sich Johnnys Zustand aber verschlechtert. Er brauchte meine Hilfe. Tommy und Sarah gefiel es hier. Also sind wir hier geblieben. Unzeltime! So. Ja, und Johnny, er war so froh darüber. Wir werden ihn vermissen. Ich glaube, tief im Herzen wünschte sich Johnny eine Familie. Oh, hey. Bevor Johnny das Bewusstsein verlor, erzählte er mir, dass sie beide bald eintreffen würden. Er sagte, dass er wahrscheinlich nicht mehr selbst die Gelegenheit dazu haben würde. Deshalb bat er mich, ihnen zu danken. Also, vielen Dank. Ich denke mal, Rosalyn macht sich gerade Vorwürfe, weil sie kommen nicht wirklich weiter. Was ist? Es scheint, als gäbe es eine vertrauliche Akten aus Johnnys Kindheit. Vertrauliche Akten? Vertrauliche Krankenakten, um genau zu sein. Offenbar hat er während seiner Kindheit eine nicht unbeträchtliche Menge Beta-Blocker verabreicht bekommen. Und was für ein Zufall! Die haben eine klitzekleine Nebenwirkung, so auf ein komisches Dings namens Gedächtnis. Kann ich nicht sagen, müsste ich bis nächstes Mal googeln oder bis morgen zumindest. Beta-Blocker. Johnny hatte keine Herzprobleme, oder? Einsatzgebiet für Beta-Blocker, Blutdrucksenker. Anscheinend nicht. Was uns zur Frage führt, ob diese Nebenwirkungen nicht die eigentliche Absicht waren. Vor allem bei derart großen Mengen. Der Einfluss auf sein Erinnerungsvermögen muss immens gewesen sein. Du meinst, das hat uns den Weg zu den Kindheitserinnerungen versperrt? Naja, jedenfalls ist es kein Maschinenfehler. So viel kann ich dir sagen. Die IT-Abteilung hat mich ganz schön angemotzt, weil ich sie beschuldigt habe. Und was jetzt? Ich habe die Frequenzmodifikationen bekommen. Mit denen können wir die Barriere überwinden. Naja, und wenn wir erstmal in seiner Kindheit angekommen sind, ist es sicher früh genug, um den Wunsch erfolgreich zu übertragen. Worauf warten wir dann? Ja, es gibt da noch eine Sache. Oh, natürlich, es gibt da immer noch eine Sache. Naja, um die neue Frequenz zu aktivieren, brauchen wir einen Auslöser. Ein Auslöser? Naja, etwas, das in den versperrten Erinnerungen sehr stark präsent ist. Und wir müssen es Johnny geben, damit er seine Erinnerungen wecken kann. Und wie sollen wir das machen? Wir wissen so gut wie nichts über seine Kindheit. Und selbst wenn wir ein Kindheitsfoto fänden, John ist nach wie vor bewusstlos. Ja. Also sind wir keinen Schritt weiter. Weißt du, seit Noras Fall letzten Jahr hatten wir keinen Auftrag mehr, der mich so saumäßig genervt hat. Ach, geht mir genauso. Das bringt mich noch um. Ich gehe mal etwas frische Luft schnappen. Hab meinen Kaffee vergessen. Notiz: Beta-Blocker erhalten. Beta-Blocker, ein Medikament mit erinnerungsbeeinträchtigenden Nebenwirkungen.
Wie gesagt, da kann ich mich mal schlau machen. Ich müsste es nämlich selbst bei mir mal in der Fachliteratur gucken. Ich habe keine Ahnung. Joey. Okay. Ihm geht's wirklich schlechter. Das Bild hat sich etwas verändert von grün auf orange. Das heißt, wir sollten ein wenig flinke Füße geben. Es stinkt! Hör auf, ständig rein und raus zu rennen. Das überfallene Tier, Eva. Es stinkt! Ah, ich weiß, daran bist du schuld. Du hast es überfahren. Was ist los? Die Kinder schlafen noch. Moment mal. Die letzte Erinnerung. Die, wo wir feststecken. Sie hatte denselben Geruch. Worüber reden Sie beide? Die Geruchsrezeptoren sind direkt mit den limbischen Systemen des Gehirns verbunden. Ja. Yep. Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Ich, was? Er meint, dass der Geruchssinn wahrscheinlich der effektivste Sinn ist, um Erinnerungen zu wecken. Wir können den Geruch als Stimulanz benutzen, um einen Weg zu seinen Kindheitserinnerungen freizulegen. Und das Beste, obwohl Jordi bewusstlos ist, ist er immer noch empfänglich dafür. Ich glaube, ich habe irgendeinen wichtigen Zusammenhang verpasst. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut, das ist fantastisch. Jetzt muss nur noch etwas von dem. Musst du nur noch etwas von dem Tierkadaver holen. Ja, ich werde. Moment mal! Warum soll ich das Tier holen? Du hast es überfahren. Genau, ich habe meinen Beitrag geleistet. Oh, du mieser Bastard. Naja, wenn es ihnen hilft, sie. Sie könnten meine Handschuhe haben. Sind zwar eigentlich keine Wegwerfhandschuhe, aber das wird sich danach wohl vermutlich ändern. Limbisches System ist halt quasi das System hier oben in den Bereichen, die für die Erinnerungen zuständig sind. Und viele Sachen, gerade vor allem Geruchssinn, können einen sehr starken Einfluss auf die Rezeptoren und dementsprechend auf die Sinne bzw. auf die Gehirnausspielungen machen. Das merkt man vor allen Dingen bei Borderlinern zum Beispiel. Wenn die Gerüche haben, die können von jetzt auf gleich umschlagen und total, weil sie sich an irgendwas erinnern, was ihnen negativ ist. Und ja, man kann es also quasi sagen, diese Symptomatik dessen, die gerade, vorliegt, machen sich die zwei, Biostunde mit Steffi, genau, machen sich die zwei eigentlich gerade zunutze. Sprich, das, was hier gesagt wird, stimmt vollends. Einen wunderschönen guten Abend, Nachtdrache. Es ist etwas komplizierter, aber prinzipiell kann man sagen, ein Geruch, der an irgendeine Sache erinnert, sprich wie in dem Fall Überfahren, Verwesung etc., kann, wenn er stark genug ist, also wenn sich diese Erinnerung eingebrannt hat, Déjà-vu, und mit diesem Geruch quasi verbunden ist, kann eine weitere Geruchsbelästigung oder eine weitere Geruchsauslösung diese Erinnerung hervorrufen. Das wiederum passiert nicht nur bei Borderlinern, sondern bei uns allen Menschen. Das ist dann meistens immer sagen, oh, es riecht so wie bei meiner Oma. Wäre so das beste Beispiel, wenn die Oma gebacken hat und man riecht das, und beispielsweise in der Bäckerei, dann sagt man, es riecht wie bei meiner Oma, es erinnert mich gerade an meine Oma. Und wie gesagt, bei Borderlinern zum Beispiel oder anderen Erkrankungen, die mit dem Gedächtnis sehr viel einhergehen, Autismus übrigens auch, kann das Ganze richtig gehend wie so eine Explosion hervorrufen im Gehirn. Und dieses Prinzip, wie gesagt, machen sich zwei Doktoren jetzt zu nutzen. Ach, womit dieser Job überall hinführt. Also, Augen zu und durch. Es ist zu gefährlich, infektiöses Material von einem überfahrenen Tier einfach so nach drin zu bringen. Mit der versiegelbaren Box im Auto sollten wir zumindest den Geruch in den Griff bekommen.
Lecker. Wo gehen Sie hin? Ich... Für kleine Doktoren. Wir haben ein Bad. Ach, pures Chaos. Der Aufprall hat alles durcheinander geworfen. Mal sehen. Ah, hier ist sie. Hermetisch versiegelbare Box erhalten. Jetzt brauchen wir noch etwas von dem dreckigen Kadaver. Das... Schmerztabletten? Box mit Verwesungsgeruch erhalten. Oh, toll, danke. Ich freue mich ein Schnitzel, wir haben eine sterbende Box erhalten. Der Versicherungsaufschlag wird verdammt wehtun. Eine verwesende Box. Oh mein Gott, wir haben Mimik getötet. So, dann schauen wir mal, ob wir damit jetzt zurechtkommen. Oh, hey! Hast du das überfahrene Tier mitgebracht? Alles bereit. Schön, dann leg schon mal los. Ich bin gleich wieder da. Neil? Ich habe Schmerztabletten gefunden. Ich glaube, es sind deine. Hey! Darf ich fragen, warum du die verschrieben kriegst? Ich wollte es dir eigentlich sagen, aber... Oh Mann, das wird jetzt peinlich. Vor ein paar Tagen bin ich gegen eine Betonwand gelaufen. Du bist einfach so gegen eine Betonwand gelaufen? Ja, was soll ich sagen? Ich hatte wirklich tiefschürfende Gedanken. Du weißt ja, wie abwesend ich dann bin. Das sind ziemlich starke Tabletten, Neil. Ja, es war eine ziemlich starke Betonwand. Da kommt zusammen, was zusammen gehört, sag ich mal. Wie auch immer, du hast das überfahrene Tier, ja? Dann los, unser Johnny stirbt da drüben. Neil, du bist nicht abhängig, oder? Machst du Witze? Ich würde mir eher eine Überdosis reinziehen, als so einen Mist anzufangen. Verschreiben kann sich jeder. Meine Güte. Nichts passiert. Wenn wir an exakt diesem Punkt angekommen sind, gebe ich das Signal. Sobald ich das tue, öffnen Sie bitte das Ventil für etwa 3 Sekunden. Sicher? Wurde aber auch Zeit, dass du auftauchst. Sicher, dass keine Keime entweichen können? Alles versiegelt und durchgefiltert. Nicht, dass es einen toten Mann noch viel ausmachen würde. Sie sollten wissen, dass sich Johnnys Zustand rapide verschlechtert. Es könnte ihre letzte Chance sein. Was immer sie da beide da drin vorhaben. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ah, Glück ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Dritter Akt. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Letzte Erinnerung.
gehen wir. Wie gesagt, sowas passiert. So ein kleines Ding. Und es macht uns so viel Ärger. Ah, ich könnte es zum Mund schießen. Schätze, wir können jetzt nur das Signal senden. Ah ja, und hoffen. Gut. Bereit? Irgendwas passiert. Schnell, sende es nochmal. Was ist los? Doktor, da stimmt was nicht. Was? Übernehmen Sie für mich, Lilly. Sein Zustand Sein Zustand hat sich destabilisiert. Ich muss die Medikamente anpassen. Was passiert mit diesem Ort? Er ist instabil geworden. Raus hier! Was? Raus aus seinem Gedächtnis! Sofort! Wieso? Solange das System so instabil ist, kann jeder, der sich hier befindet, bleibende Schäden nehmen. Ja, du machst Witze. Warum lockst du dich da nicht aus? Ich kann nicht, Neil. Wenn wir uns beide ausloggen, ist unsere bisherige Arbeit verloren. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, alles nochmal zu machen, bevor Johnny... Ach, du Blöder! Erzähl mir doch keinen... Wir sind hier nicht im Kinofilm und du bist nicht die Heldin. Du bist einfach nur bescheuert. Aber du bist ein Held, oder wie? Mach, dass du hier rauskommst. Vergiss es. Wenn du weg bist, stecken sie mich wahrscheinlich nicht. Vergiss es. Wenn du weg bist, stecken sie mich wahrscheinlich in ein Team mit Alistair. Weißt du, wie der Mann stinkt? Schlimmer als das überfahrene Vieh. Ach, verdammt, Neil. Was habe ich nun vor, dass ich dir geholfen habe, dich durch den Eignungstest zu mogeln? Wenn man das so nehmen könnte, kann man es echt sagen, die beiden mögen sich, wollen es aber nur nicht aussprechen. Doktor? Alles im Griff, vorerst. Alles im Griff, vorerst. Und weißt du was? Dein Karottenkuchen ist ekelhaft! Warte mal. Ja, und? Bei der letzten Weihnachtsfeier, da hattest du... Was? Oh. Komm, lass uns gehen, bevor das nochmal passiert. Weißt du, ich habe das nicht wirklich so gemeint, also dass du bescheuert bist. Ich allerdings schon. Okay. Die Frage ist natürlich jetzt, können wir hier was finden, was uns weiterhilft? Na, wohl eher nicht. Leider muss ich dazu sagen. Aber, so wie es scheint, kann der Ball uns vielleicht weiterhelfen. Daher würde ich sagen, fly away. Augen zu und durch. Übrigens, sorry, wenn ich mich die ganze Zeit jucke und räuspere. Bei mir hat es leider auch etwas erkältungstechnisch eingedonnert. So, und nun sind wir in Johnnys Kindheit. Es hat funktioniert.
Ich kann es kaum glauben. Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Neil, vorhin in Johnnys Zimmer. Ist dir da etwas Seltsames ausgefallen? Bad? Wieso Sick Crew? Ach so, ja. Sehr passiert. Wobei, krank sind wir auch so immer. Also trifft das Bagger auch so immer noch zu. Was genau? Da war etwas Seltsames. Hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Schon gut. Ich hoffe nur, dass ich Unrecht hatte. Wow, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay. Irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Ha. Sieht so aus, als würde sich der Ball von allein bewegen und er nur herumrennen. Himmel, die Zeitüberlappung gerät außer Kontrolle. Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von hier sind. Es ist ein regelrechter Zoo. Das alles verdanken wir dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. Einen wunderschönen guten Abend, Ragnoran. Einmal kurz, danke. Muss nur mal kurz einmal jemanden das Wasser reichen. Und Soli ist, nee, Nensa ist jetzt auf ein Level 4 Bagger geworden. Vielen, vielen lieben Dank, jetzt bist du noch ein besserer Bagger als du schon immer warst. Nein, natürlich, ihr seid alle spitze, aber Nensa, vielen Dank, vielen Dank. 4 Monate schon in diesem Verein ist quasi. Wir wissen, du willst doch. Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ah, ich mach mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Oh, pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mache ich, wir sehen uns. Die Jungs? Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Und worauf wolltest du hinaus? Ach, vergiss es einfach. Vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort, er ist so friedlich. Diese Erinnerung existiert nicht. Achso, in dieser Erinnerung existiert nichts, was so etwas auslösen könnte. Außer... Verdammt, ich Idiot! Wir müssen umkehren, sofort! Moment mal, was ist denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Da ist es. Dieser Moment, wo man sich wünschen möchte, man könnte die Zeit zurückdrehen. Mm-hmm.
Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er es selbst niemals gesehen hat? Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Was? Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hatte ein Etagenbett. Joey! Joey, kannst du mich hören? Joey! Warum hast du Joey überfahren? Mann! Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey! Wach auf! Joey. Auch wenn sie noch so klein waren. Einen Zwillingsbruder zu verlieren, ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerungen auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war. Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Ich mag das hier nicht. Lass uns gehen. Oh, und ich habe genau das gedrückt, was ich nicht wollte. Ja. Ja. Und ja. Muss ich mal kurz gucken, dass ich das richtig alles einstelle, dass diesmal klappt. Und mit diesem Cliffhanger lasse ich euch jetzt quasi zu Chris rüber. Seit 20 Uhr, ja. Ich hatte jetzt halt geguckt, wo ich den besten Cliffhanger machen kann und ich weiß, es sind 5 Minuten, die ich euch quasi von der Zeit mopse. Aber die dachte ich mir, dieser Cliffhanger ist jetzt das Beste, was man in dem Zusammenhang machen kann, weil es ist echt ein fieser Hänger. Ja, wie gesagt, ich kenne ja die Story selber und jetzt sind wir so an einem Punkt, dessen ab jetzt wird's schwierig, ab jetzt tut's weh. Ich hatte ja eigentlich versprochen, ich muss nur kurz schon mal alles vorbereiten, gleich für den Übergang. Ich hatte ja eigentlich versprochen, dass ich diese Woche so ein bisschen ein böseres Erwachen mache in dem Spiel, also quasi die Tränenstunde. Die verschiebe ich jetzt halt auf nächste Woche. Aber ich meine, es war ja, wenn man so nehmen möchte, eigentlich auch gar nicht mal schlimm. Wir hatten heute ziemlich viel Spaß, denke ich mal, zusammen gehabt. Hi Kermit! Und ist ja auch ganz schön, weil ich meine, wir haben ja heute doch einen relativ bekloppten Musikmix und dann dazwischen so einen Hänger zu haben, denke ich mal, heben wir uns lieber auf für nächste Woche. Das heißt, dementsprechend passen wir dann auch die Musik an. Habe ich auch schon ein paar Ideen. Genau, nach mir kommt Chris mit Baphomets Fluch 3, die Rache des Spiels. Oder wird es in OBS laufen? Das kann er in wenigen Sekunden sagen. Und ja, Kermit, vielen lieben Dank für deinen Subscribe. Vielen, 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 vielen lieben Dank, lieber Frosch. Auch du zählst jetzt zu den besten Backers. Wobei ich immer noch sage, ihr seid alle super Backers. Gut. Was gibt es sonst zu dem Spiel noch zu sagen, ohne dass ich spoilere?
Außer, dass ich mich freuen würde, wenn ihr nächste Woche einschalten würdet. Zur Musik habe ich noch was zu sagen, weil derzeit ist ja in der Wunschliste alles relativ ruhig. Ich suche mir ja ab und zu noch Lieder, also nicht nur noch, ich suche mir ab und zu Lieder raus, so gut sie zu den jeweiligen Tagen passen. Da wollte ich nur noch mal kurz was erklären. Dienstags versuche ich ganz normal Anime-Lieder zu spielen. Freitags gehe ich meistens, wenn es geht, auf den Bereich Gaming ein oder hole dann allgemeine Anime-Lieder rein. Und Donnerstag ist immer, finde ich, so der bekloppten Tag, wo man halt einfach mal so ein bisschen abdreht, Musik durchweg verrückt sein lässt. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich persönlich würde es versuchen, so zu machen. Chef hat mir bis jetzt auch noch nicht den Kopf abgeruppt. Deswegen kleines Augenzwinkern malen, Chris. Und ja, da würde ich auch immer so gucken. Das heißt, wenn ihr Musikwünsche habt, und ich nehme sie nicht sofort dran, dann liegt das maximal daran, ich habe noch keinen passenden Platz gefunden, das einzuspielen. Oder ich habe den Song noch nicht bei mir auf der Platte, dass ich da immer ab und zu nochmal kicken und rufen muss. Da. Gut. Morgen gibt es mich dann auch wieder mit Final Fantasy 8. Da werden wir mal schauen, was es Wunderbares da in Eschstadt zu tun gibt. Und ich sag mal so viel. Ich habe zumindest schon mal ein bisschen die Luft wieder reingelassen, weil eigentlich hätten wir ein bisschen Leveling machen müssen. Hab ich euch vorne weggenommen und euch quasi erspart. Das heißt, wir gehen mit der Story sofort weiter, weil ich die ganze Zeit im Schnell umrennen sehen wollte sicherlich nicht. Ich meine, Spielstrecken und 999, sonst was Folgen bei Gronki, das mache ich ja schon bei Next Order. Deswegen gibt es morgen ganz normal die Story, so dass sie auch mit Action, Spaß und Spannung weitergeht. Wobei, die Spaß und Spannung, das übergebe ich jetzt quasi mit einem Staffelaufwurf an den guten Aminachu. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer dass ich gleich meine Freundin schnappe, wir wunderbar futtern gehen und ihr noch richtig viel Spaß habt bei dem guten Chris. Daher würde ich sagen, euch einen schönen Abend, bis morgen oder gleich kurz im Chat, weil ich mal hier gleich einen Upload machen, dass das auch bei YouTube, also dass ihr YouTuber zu Hause das sehen könnt. Und ja, jetzt seid ihr mich los. Tschüss, Kowski.